Eine ganz wichtige Botschaft vom Sirius erwartet uns heute. Es geht um das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen Zeit. Wichtige Informationen werden wir bekommen von Lantar, dem Kommandeur der Friedensflotte vom Sirius. Also bleibt dran, es wird hochinteressant. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute geht es um diese äußerst wichtige Botschaft vom Sirius. Ich war ja schon so oft energetisch auf dem Sirius. Und damals und ja auch noch heute, da saß ich auf dieser Bank ganz in der Nähe von der großen Bibliothek und habe in meinem energetischen Buch gelesen. Ich habe einfach meine Hand in dieses Buch hineingelegt und die wichtigsten Botschaften erhalten. Ich wurde dort geschult. Und all diese Schulungen, die kommen mir jetzt zugute, denn ich darf euch Botschaften vom Sirius überbringen. Und es wurde auch der Kontakt hergestellt zu Lantar. Lantar ist ein Kommandeur der Friedensflotte vom Sirius. Und er wird uns heute diese Botschaft überbringen. Lantar hat auch mit einer der sieben kosmischen Schwestern zusammen die Schule von Sirius gegründet, welche ihr auch durch mich überbracht bekommen werdet. Diese Schule ist äußerst wichtig für den Neubeginn der neuen Ära. Sie wird uns sehr viele Dinge lehren, die uns helfen und unterstützen, leichter durch diese Zeit hindurchzukommen. Und dann freue ich mich so sehr auf die Arcturus-Schule, denn wir werden mit der arcturianischen Flamme Schulungen bekommen. Die arcturianische Flamme ist eines der höchsten Energien im ganzen Universum. Und da kannst du dir sicher vorstellen, wie wichtig dieses Webinar ist, wie wichtig diese Ausbildungen sind. Und ich freue mich schon auf alle, die sich angemeldet haben. Weitere Informationen findest du unten. Da kannst du alles nachlesen. Das, was wir heute hören werden, ist quasi eine Vorbereitung für diese Schule, die Schule von Sirius. Und Lantar ist so ein tolles Wesen. Ich habe Bilder von ihm. Ihr wisst ja, wir machen diese Bilder selbst nach den Eindrücken, die wir im Channeling bekommen, so wie sich Lantar euch gerne zeigen möchte. Und diese Bilder möchte ich euch jetzt zeigen, so dass ihr schon mal ein bisschen Gefühl für ihn bekommen könnt. Ich schalte jetzt gerade mal hier um und ihr werdet ihn gleich sehen. Das ist jetzt Lantar in seiner vollen Größe und er ist weit über 2 Meter groß. Seine Haare, die sind so ganz besonders, ich kann es gar nicht ausdrücken. Und auch das, was er anhat, das leuchtet so golden. Also er ist eine sehr imposante Erscheinung. Und dann habe ich noch, damit ihr die Augen seht, habe ich auch noch ein größeres Bild. Schaut ihn mal an. So ist es, wenn man in seine Augen schaut. Und ich finde, das ist So ein tiefgründiger Blick und diese goldenen Pupillen. Also es geht, bei mir jedenfalls geht es unheimlich tief. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Es ist auf jeden Fall ein Blick, der weit in die Seele hineinfließt. Und er wird heute zu uns sprechen. Ich schalte mal wieder um. Und ihr werdet euch an seine Augen erinnern. Ihr werdet euch an seine Erscheinung erinnern, wenn er jetzt gleich zu sprechen beginnt. Und all diese Energien werden uns begleiten in der Schule vom Sirius. Und das ist das größte Geschenk, was ich mir vorstellen kann. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, und jetzt beginnen wir gleich mit der Botschaft. Ich sprühe mich noch ein mit der Sternensaat, mit dem Auraspray der Sternensaat, weil sie bringt mich dann noch tiefer hinein und ich kann die Energien noch besser channeln. Ja, und ich wünsche dir jetzt auch gleich ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschen der Erde, voller Freude begrüße ich euch mit dem Segen des Lichtes vom Sirius. Und ich bin einer der höchsten Kommandeure der Friedensflotte vom Sirius. Wir sind hier, um euch in der Zeit des großen Wandels zu unterstützen. Wir sind deine Freunde, deine Familie, deine Führer, wenn du dies möchtest. Wir sind immer bei dir. Zögere also nicht, uns, die Sirianer, um Hilfe zu bitten. Wir sind gerne für euch da und helfen, dass es euch während des Übergangs zu dieser neuen Ära der Liebe und des Lichtes gut geht. Ein wichtiger Aspekt ist die Zeitlinie der sieben Strahlen, welche von den sieben kosmischen Schwestern genährt werden. Sie, die sieben kosmischen Schwestern, sie sind die Weber von Zeit und Raum, die Schöpferinnen der Realität und eure kosmischen Lehrer. Sie werden euch helfen, das kosmische Bewusstsein leicht zu erreichen. Sie weben die sieben Zeitlinien und diese tragen unterschiedliche Energien und bilden zusammen den perfekten Zeitstrahl der neuen Ära. Sie tragen Energien der Liebe, der Schöpferkraft, der Weisheit, des Reichtums, der Heilung, des Friedens und der Fülle der neuen Zeit. Das sind die Energien, die deine Realität in der neuen Ära prägen werden. Deshalb ist es wichtig, sich ihrer bewusst zu sein und sich auf die Energie zu konzentrieren, die du in dein Leben bringen möchtest. Dieser neue Zeitstrahl wird von den sieben Schwestern gewoben und hat sich bereits manifestiert. Er ist also schon da und viele von euch kennen ihn bereits. Denn ihr, die ihr diese Botschaft hört, seid schon erwacht und wisst, dass wir uns im Übergang zu etwas Großem befinden und dass uns dieser Zeitstrahl dorthin führen wird. Daneben gibt es immer noch den Zeitstrahl der alten Energie. Dieser trägt das 3D-Denken, Angst, Zwietracht, Eifersucht, Gewalt, Krankheit, Gier und Hass. Viele Menschen, welche noch nicht erwacht sind, leben in dieser Zeitlinie, weil sie es nicht anders wissen. Aber keine Sorge, die Zeitlinie der dritten Dimension wird sich auflösen, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Und es geschieht bereits. Für dich als erwachter Mensch ist es wichtig,
dass du so oft es dir möglich ist, in der neuen Zeitlinie bist und die alte bewusst verlässt. Und viele von euch befinden sich bereits vollkommen in der neuen Zeitlinie und ihr Bewusstsein hat sich dementsprechend erhöht. So seid ihr sehr wichtig in dem großen Umbruch und euer Licht, das Licht des Erwachens, der neuen Zeit, strahlt hell in eurer Aura. Dieser Strahl und dieses Licht erhellt den Weg für andere und zeigt ihnen, dass eine neue Ära angebrochen ist. So kann es sein, dass ihr, wenn ihr euer Haus verlasst, mit dem alten Zeitstrahl in Berührung kommt. Wenn ihr zum Beispiel etwas einkaufen möchtet oder andere Dinge tun möchtet. In diesem Moment werden die anderen Menschen bei euch etwas spüren, was sie nicht verstehen können. Sie werden euer Licht fühlen und manche werden sich davon angezogen fühlen und möchten mehr darüber erfahren. In diesem Fall darfst du sie mit deinem Wissen unterstützen und sie auf die neue Zeitlinie aufmerksam machen. Gib ihnen die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, welcher Weg für sie der richtige ist. Vertraue darauf, dass alles, was geschieht, einem größeren Plan dient und bereits im Buch des Lebens geschrieben steht. Und wisse auch, dass die Strahlkraft deiner Aura bereits größer als dein menschlicher Körper ist, dass die Strahlkraft deiner Aura sich mit der neuen Zeitlinie vermischt und dadurch weit über 10 Meter erreichen kann. Deswegen spüren andere Menschen dieses große Licht in dir. Wenn du dann wieder zu Hause bist, in deinen eigenen Räumen, fallen die Energien der alten Zeitlinie wie von allein wieder von dir ab und du befindest dich in der neuen Zeitlinie der 5. Dimension. Du wirst dich dort sehr wohlfühlen und in allen deinen Fähigkeiten entfalten können. Es gibt für dich keine Einschränkungen mehr und du kannst du selbst sein. Du fühlst dich frei, leicht und glücklich. All das, was in der anderen Zeitlinie geschieht, wird dich nicht interessieren, denn du bist in deiner Kraft und befindest dich bereits in der neuen Ära. Und so sind alle Besucher dieses Kanals, welche diese Botschaft hören, bereits in dieser neuen Zeitlinie. Du lebst in einer aufregenden Zeit und du wirst den Übergang mit all deinen Lichtgeschwistern schaffen.
Alles wird sich zum Besseren wenden. Und wir, die Sirianer, wir sind hier, um zu helfen. Du bist dazu aufgerufen, deinen rechtmäßigen Platz im Universum einzunehmen und die Zukunft voller Achtsamkeit und Vorfreude jetzt schon zu umarmen. Tue dies nun mit deiner ganzen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Bleibe dir immer der Zeitlinien bewusst und konzentriere dich auf die neue Ära der Liebe und des Lichtes. Wir, die Sirianer, wir sind immer bei dir. So sende ich Lantar dir den Segen des Lichtes vom Sirius und verabschiede mich von dir. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in das Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Ich danke Lantar, ich danke den Sirianern für diese wundervolle Botschaft und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke euch allen, dass ihr diese Botschaft gehört habt und vielleicht mögt ihr sie teilen, damit das Licht sich noch weiter ausbreiten kann. Wenn dir diese Botschaft gefallen hat, du immer gerne die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Klicke einfach auf diese Kugel. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Es wird noch weiter wichtige Botschaften vom Sirius geben. Ich hab euch alle lieb. Muah.